Ich bin ein Leber, ein kleiner Wicht. Ich bin ein Wichtelwicht. So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo für euch. Für alle fleißigen Mist-Survival-Spieler. Nicht wundern, wie es hier aussieht. Das sind alles noch nicht beschriftete Dateien. Das sind alles noch Dateien, die ich verarbeiten muss. Naja, wie auch wieder was sei. Für alle Leute, die in Mist-Survival vor kurzem Update erfahren haben, die werden festgestellt haben, dass ihr leider nicht mehr euren alten Spielstand nutzen könnt. Ich habe ein bisschen rumprobiert und ich kann euch zeigen, wie ihr ihn wieder verwenden könnt. Und zwar drückt ihr die Windows-Taste und die R-Taste, gebt bei der Ausführfunktion Prozent App Data, also APPDATA, wieder Prozentzeichen ein. Dann kommen wir hier die App-Data und da findet man im Bereich Local hier diese beiden Sachen. Wenn ihr noch das ist im Grunde der Speicherstand des alten Mist Survival. Nachdem sie das geändert haben, ich habe es jetzt nochmal erstellt, war eigentlich was bei mir gelöscht, speichert das Spiel unter diesem Ordner. Also müsst ihr folgendes machen, ihr fangt ein neues Spiel an, speichert, geht wieder raus, macht dieses mit Prozent App Data, geht ins Lokal, geht hier in den Ordner Mistsurfed, kopiert euch diesen Ordner, wahlweise auf dem Desktop, habe ich hier schon gemacht, geht in den Ordner Mist 21 und kopiert es wieder rein. Also das, was ihr gerade da unten rauskopiert habt, beziehungsweise was im Desktop ist. Danach könnt ihr den hier löschen, diesen Mistsurf. Den braucht ihr nicht mehr. Und ich zeige es euch jetzt nicht. Ich weiß, es funktioniert. Bei mir hat es funktioniert. Ihr startet ganz normal wieder Mist Survival, geht auf Continue und könnt euren alten Spielstand wieder verwenden. Das war's. Relativ unkompliziert, wenn man so ein bisschen geschaut hat und rausgefunden hat. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.